So, einmal kurz abgeschnitten und dann basteln wir uns jetzt eine Halterung für unsere Hydroponikpflanze, die Mutant-Chili. Sie wächst wunderbar hier drin, aber sie hat keinen Halt mehr und von daher bekommt sie jetzt ein kleines Gerüst. Und damit hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Paradies im Haus. So, ich habe jetzt ein Stück Draht hier abgeschnitten. Das muss ich jetzt noch passend biegen, dass wir das hier dann dementsprechend auf den Topf drauf bekommen. Setze ich mir das einfach mal hier drauf, gucke, wie das ungefähr passt. So, dann schneide ich die Länge ab. Das ist total easy mit dieser Methode, zumindest jetzt hier bei diesen Töpfen. Das ist einfach nur genial. So, ja, dann nehme ich mir das Stück jetzt, biege das hier um. Einmal. Noch ein bisschen Kraft. So. Einmal und also am besten von oben. Und zweimal. Aufpassen, dass man sich dabei nicht piekst, nicht wahr? Kann natürlich auch passieren. So, jetzt kommt das ganze Ding dann so auf den Topf drauf und wird von unten dann festgemacht. Allerdings bei dem Topf hier. Dort habe ich schon Löcher reingebohrt, dann ziehe ich einen Bindfaden durch und binde das hier oben zweimal fest und so steht das Ganze dann stabil drauf und dementsprechend die Pflanze hat dann einen besseren Halt. So, jetzt muss ich eben gucken, jetzt muss ich unten noch so ein paar Dinge abschneiden, weil die nicht gleich lang sind. Aufpassen, dass die mir nicht weghüpfen. Ja, das hat funktioniert, dass sie also etwa auf einer Höhe stehen. Ja, das ist soweit okay. Gut, dann kann ich den jetzt festmachen und dann habe ich das auch schon mal wieder geschafft. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Band jetzt hier durchbekommen. Jetzt nehme ich erstmal den Deckel ab. Ich habe gestern neues Wasser reingemacht mit Düngerlösung. Tada, ist das nicht cool. So, stellen wir es mal just an die Seite. Vorsichtig. Dann können wir den schon mal rausnehmen hier, diese provisorische Stütze, die ich hier reingesteckt habe, damit er mir nicht ganz umfällt. So, jetzt müssen wir von unten, weil ich habe die Löcher von oben gebohrt, ja genau, von oben gebohrt. Hier ein Bindfaden durchziehen. Ich hoffe, es gelingt mir jetzt, so wie ich mir das vorstelle. Ja, das klappt doch schon mal ganz gut. So, wie ging das dann weiter? Jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Lol. Ich habe mal kurz nachgeschaut, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Ja, ist immer ganz schön, wenn man es schon mal gemacht hat, nicht wahr? Wir ziehen jetzt gegenüberliegend in das andere Loch hier. Auch das Ding durch, das Band. Sollte natürlich nach Möglichkeit ein Kunststoffband wählen, was ein bisschen haltbar ist, nicht wahr? So, gelingt mir das jetzt? Ja, es gelingt sogar auf Anhieb. Tada! So, das machen wir noch einmal. Den Wurzeln macht das nichts, wenn die kurzfristig mal in der frischen Luft sind. Das ist also okay. So, da haben wir eins schon mal durchgezogen und das andere machen wir von hier nach da dann jetzt auch nochmal. Cool. Nachdem ich die beiden Bänder jetzt hier durchgezogen habe, werden wir das Ganze wieder in den Topf stellen. So. Dann drücken wir den Deckel mal fest, was wir sonst im Normalfall nicht machen. Weil in der Regel steht das von ganz alleine fest, aber zur Sicherheit ist es dann doch besser, nicht wahr, bevor uns das Ganze jetzt hier gleich umkippt. So, dann nehmen wir unseren Draht, den wir schon vorbereitet haben. Machen wir mal kurz auf hier. Legen den drum. So, jetzt hoffe ich, dass mir das so gelingt. Einfach mal drum legen. So, so. Vorsichtig. Boah, das sieht schon mal ganz gut aus. So, so. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir keinen Ast abbreche. Ja, brecht dir bloß keinen ab dabei, ne? Weißt du Bescheid? So, dann hängen wir das Ganze hier einfach wieder rein. Einmal hier. Hier oben. Das kann ich hier gar nicht sehen, ist ja schon drin. Hallo? Nein, ist er noch nicht. So. So. Damit haben wir das auch schon fertig und können jetzt das Ganze festbinden. Und dazu nehmen wir uns jetzt einfach die Bänder, die wir hier haben, ziehen hier einmal drüber und machen dementsprechend einen Knoten rein. Ich muss gerade mal gucken, irgendwas passt hier gerade nicht. Ach so, da. Stand da nicht ganz drin. So. Ja, dann machen wir jetzt mal Knoten rein. Ja, ihr seht schon, es ist ein bisschen Fummelei. Hier brauchen wir jetzt noch nicht ganz so doll drauf achten. Wir können das ja gleich noch stramm ziehen auf der anderen Seite.
Ja, so ist das nun einmal. Dann machen wir ihn fest. Am besten noch einen Knoten, damit er sich nicht mehr löst. So, dann haben wir den schon mal fertig. Ja, ein bisschen mit Gefühl, nicht wahr? Da muss man nicht so bald anwenden. So, dann nehmen wir uns jetzt den zweiten gegenüberliegenden. Das ist der hier. Ziehen wir mal ein bisschen stramm schon mal. Legen wir jetzt hier über den Draht. Das muss natürlich blöd, ne? Weil ich stehe da hinten hinter, da kannst du natürlich nicht so viel sehen. Ne? Da muss ich durch die Krone durchgucken, um hier oft irgendwas zu sehen. Am besten wickele ich den gleich zweimal drum. Dann kriege ich den besser stramm gezogen gleich. So, gucken, dass die Drahtstücke alle schön drin sind im Kreis. Und dann ziehen wir das Ganze etwas stramm. Halte ich den hier fest. Und knote den dann dementsprechend hier einmal durch. So, ja, hat auch auf Anhieb geklappt. Ist das nicht schön? Sonst hat man ja immer diesen Vorführeffekt, nicht wahr? Aber dieses Mal hat es wunderbar geklappt. So, das Ganze machen wir dann mit dem anderen Band jetzt auch nochmal. Und somit haben wir dann das Drahtgestell fixiert. Ja. So, den anderen mache ich dann jetzt mal eben alleine fest und dann steht das Teil hier tatsächlich fest drin. So, dann haben wir das auch geschafft. Es ist so schön anzusehen, wie das Ganze hier vonstatten geht. So, ich habe den einmal jetzt festgeklippt hier, den Deckel. Dann zeige ich das einfach mal. Ich hebe den jetzt mal hier am Draht hoch. Man sieht also, das Ganze ist wirklich richtig schön stabil. Ich mache den jetzt nochmal auf. Dann schauen wir uns nochmal die Wurzeln an. Das sieht so genial aus. Das ist so fantastisch. Ja, es hat sich jetzt gezeigt, es funktioniert ohne Sauerstoffzufuhr, also so eine Luftpumpe, Sprudelstein in dem Sinne, zumindest in der Größenordnung, nicht wahr? Also das haben wir bis jetzt so mitgenommen, aber ja, mir ist ja schon eine Chili vor kurzem kaputt gegangen, habe ich ja gestern gezeigt. Ja, das liegt ganz einfach daran, weil zu wenig Wasser drin war. Und das Ganze ist mir gestern fast wieder passiert, ich zeige es mal kurz. Das ist die Habanero Weiß, sie sieht wunderschön aus, aber gestern Abend gar nicht. Alle Blätter schlaff nach unten, alles ging irgendwie, sah so aus, als wenn es kaputt ging, nicht wahr? Ja, nee, nicht wahr, sondern es war so. Die Pflanze war am kaputt gehen. Ja, was war passiert? Hier war zu wenig Wasser drin gewesen und, ja, man sieht schon, hier sind nicht mehr viele Wurzeln dran. Ja, das Ganze fing unten an zu gammeln. Es war, ja, noch 3-4 cm Wasser drin und bedingt durch die Wärme, die wir jetzt hatten, war das dann halt ja nicht optimal. Also man sollte schon darauf achten, dass immer ausreichend Wasser mit Nährlösung drin vorhanden ist. Dann habe ich die Wurzeln einfach abgeschnitten und man sieht hier im oberen Bereich sind sie noch weiß und dementsprechend konnte die Pflanze sich dann jetzt tatsächlich wieder erholen über Nacht und hat wieder straffe Blätter bekommen. Ja, das ist so, da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt ist also, ja, so gegeben, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier dann, ja, das Ganze messen können, in dem Sinne, dass wir wissen, wie viel denn drin ist. Denn es ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen blöd, wenn du ganz viele Pflanzen hast und musst dann jedes Mal den Deckel aufdrehen und hier reingucken, wie viel Wasser denn auch drin ist. Ist ein bisschen blöd. Natürlich könnte man das Ganze hier abmachen, dass man nur noch das Glas hat und dass man durchgucken kann, aber dann muss es ja auch wieder abdecken, weil es soll ja kein Licht reinkommen, sonst bilden sich zu viele Algen. Also muss so ein Wasserstandsanzeiger hier rein. Ja, da muss ich mal gucken, ob wir da uns irgendwas selber basteln können, ob das möglich ist, weil hier jetzt ist, oder das passende Ding wieder zu finden ist so eine Sache. Ich habe nämlich einen Moment. Zeige ich mal kurz hier in meinem Chaosregal, liegt so einiges rum. Das ist so einer hier. Der passt hier aber nicht rein, der ist viel zu groß. Von daher ist das optional nicht so optimal. Auch bekomme ich den hier am Deckel nicht durchgebohrt, dass ich den reinstecken kann. Das funktioniert auch nicht. Ja, von daher muss ich mir irgendwas überlegen, oder wir, sage ich jetzt mal, ja, dann brauche ich mir nicht unbedingt so viele Gedanken machen. Wie können wir das hinbekommen, dass wir hier ein Loch reinbohren und dementsprechend messen können, wie viel Wasser hier noch drin ist? Ja, meine Güte, jetzt war sie mir fast hops gegangen. Alter Schwede. Überlegt, sie wollte damals gar nicht wachsen. Und dann jetzt in der Hydroponik funktioniert es tatsächlich endlich. Und dann hätte ich sie fast kaputt gehen lassen, weil einfach unten zu wenig Wasser drin war. Ja, das kann da passieren. Wasser kann tatsächlich auch in dem Sinne schlecht werden. Also, da müssen wir dann doch ein bisschen aufpassen, dass unsere Pflanzen so nicht kaputt gehen. Also immer dafür sorgen, dass ausreichend Wasser inklusive Nährstoffe vorhanden ist. Ja, jetzt ist allerdings der Fall, das Pflänzchen wird sowieso zu groß. Das heißt,
Eigentlich müsste ich sie jetzt in einen größeren Topf überführen. Also von daher brauche ich mir, ja. Dann würde ich sagen, überlege ich mal nachher, wie ich das hinbekomme. Wie ich das mache, nicht wie ich das hinbekomme, weiß ich ja. Aber wie ich das mache, voraussichtlich nehmen wir dann auch erstmal wieder solch ein Töpfchen. Das ist in der Handhabung einfacher. Und dort könnte man gegebenenfalls auch das Ding mit reinbohren, bauen. Okay, es gibt so viele Sachen, die möglich sind, nicht wahr? Von daher. Aber wollen wir mal gucken, was möglich ist. Wie können wir hier einen Wasserstandsanzeiger reinbekommen? Also selber basteln auf ganz einfache Art und Weise. Ich würde sagen, das wäre doch mal cool zu erfahren, damit wir die Pflanzen in der Hand zogen, wenn sie noch klein sind, in solch einem Glas dann dementsprechend besser versorgen können. Obwohl es jetzt nur einmal passiert und ich habe echt Glück gehabt, dass ich gestern Abend danach geguckt habe. Denn ich war hier am Bauen bei uns im Flur für unsere Meris, das Auslaufgehege. Und dann gucke ich mal zwischendurch mal so hier rein, um mal so ein bisschen Luft zu holen, um mich mal zu entspannen. Und dann habe ich gesehen, dass das Ding schlapp runterhing. Jo, Glück gehabt, würde ich sagen. Meine Güte. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist doch immer wieder schön, wenn man nachmessen kann. So, wir sehen jetzt etwas hier. Ich werde es gleich messen. Ich habe es gerade gemessen, aber ich zeige es euch. Wir haben hier eine Chili. Das war eine Mini-Chili. Das heißt also, die Frucht, die ich damals bekam, war mini-klein. Also die waren auch tatsächlich an der Pflanze. Ich habe sie gesehen. Die stand im Topf mit Erde, ganz normal. Und kam direkt aus dem Geschäft. Also hatte ganz, ganz kleine Früchte. Da habe ich eine von bekommen. So, die habe ich zur Aussaat gebracht. Das sind diese hier. Wunderschön gewachsen. Die könnte man jetzt mal langsam pikieren oder umpflanzen. Oder nicht wahr, weiß Bescheid. So, die habe ich nur stehen lassen, um mal zu gucken im Verhältnis, nicht wahr? Ja, Hydrokultur, Erde. Ich war eigentlich der Ansicht gewesen, dass wir diese hier damals in aufgedüngtes Osmosewasser gesetzt haben. War ich immer der Ansicht, also der Meinung, zumindest habe ich das so im Hinterkopf gehabt. So, jetzt habe ich gerade mal geguckt, warum wachsen sie nicht? Die Wurzeln sehen richtig genial aus. Ja, schon zu gut, kann man bald sagen, für so kleine Pflänzchen. Und dann ist mir Gedanke gekommen, Wurzeln wachsen eigentlich nur ganz schnell oder ganz stark, wenn wenig Nährstoffe drin sind. Ja, lachst dich kaputt. Ich war bisher immer der Ansicht, wir hätten sie aufgedüngt auf 1200 Mikrosiemens. Und wir haben hier gerade mal etwas über 20, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, gerade mal etwas über 20 Mikrosiemens drin. Das heißt, hier ist reines Osmosewasser. Ha, lol, gar nicht aufgedüngt. Und ich wundere mich, warum die Dinger nicht wachsen. Ja, lass dich kaputt, ne? So kann's gehen. Also Klartext, das werde ich jetzt erstmal aufdüngen, damit sie dann auch mal anfangen zu wachsen. Ja, ist doch ganz schön, wenn man so einen Vergleich hat, nicht wahr? Irgendwann merkst du es dann, ne? Lol. Ja, so ist das, wenn du so ein paar Wochen nicht mehr im Haus richtig aktiv bist. Ja, nun ja. Also gut, dass ich das jetzt gemerkt habe. Frag mich nicht, wie sowas passieren kann. So, Grow und Mikro habe ich schon drin. Jetzt kommen noch Blumen rein. Und dann fülle ich das Ganze gleich noch mit Osmosewasser auf, dass wir dann wieder 1 Liter hier drin haben. Schön umrühren das Ganze. Ja, meine Güte, nicht wahr? Ich weiß nicht, woran es liegt. Vermutlich habe ich das im Film gesagt, dass ich das mache. Und habe es dann anschließend einfach vergessen. Das kann ich mir das jetzt nicht erklären. So, das Ganze füllen wir dann noch mit Osmosewasser auf. Wo ich denn die Gießkanne jetzt stehen? Moment. Die steht hier unten. Damit wir auch tatsächlich hier 1 Liter drin haben in etwa. Ja, lasst sich kaputt, ne, wa? Es ist aber nun mal so gegeben. So, muss an die Seite stellen. Vorsichtig drehen. So, dann könnt ihr jetzt erstmal endlich wachsen. Meine Güte, nee, alter Schwede. So, ja, ich würde sagen, dumm gelaufen, aber was soll's. Jetzt haben sie erstmal ausreichend Wasser und Nährstoffe. Ich kann euch sagen, es macht richtig Spaß, wieder drin zu filmen. Ja, es ist einfach einfacher. Es ist nicht so mit dem Wind und hast du nicht gesehen, ihr seht, ich mache hier was gerade. Ich habe sie unter Wasser gesetzt, also ja, die Steinbockwürfel stehen voll im Wasser drin und das ist jetzt nicht so optimal. Könnt jetzt sagen, gut verdunstet, ja, aber das dauert zu lange bei der Menge, die jetzt hier zu viel drin ist. Von daher hole ich das mal wieder raus hier, damit die Würzelchen, nicht die Würzelchen, sondern die Steinwollwürfel nicht komplett im Wasser stehen. Sag mal, wie viel geht denn da jetzt noch raus hier? Alter Schwede. So, so dass die Würfelchen gerade so im Wasser stehen. Das ist vollkommen ausreichend. Denn die Wurzeln, die hängen ja hier schon im Wasser drin. So, das ist okay jetzt. So, ja, ne? Einfach mal kurz mitgenommen, nicht dass ihr denkt, dass die hier komplett unter Wasser stehen. So, dann haben wir noch etwas. Pass mal auf, ich stelle mal just an die Seite hier.
Etwas Schönes. Pass mal auf, guck mal hier. Tada. Ach, kennst du schon, ne? Kennst du doch schon. Ja, das sieht so geil aus, ehrlich. Ich hoffe, dass es uns gelingt, sie auch noch zum Blühen zu bringen. Draußen blüht sie schon, wenn wir draußen auch eine stehen. Allerdings fallen die Blüten immer wieder ab. Ja, vielleicht liegt es einfach daran, weil der Habitus noch nicht groß genug ist. Tada! Ja, jetzt habe ich die Einleitung verpasst. Mist. So, guck mal. Jetzt halten Sie sich fest, lieben Sie sich. So, es sind beides, ich sag's mal so, gleiche Pflanzen in dem Sinne, aber komplett anderes Wachstum. Wir haben hier ein aufsteigendes und dann ja, mehr überhängendes, seitlich strebendes Wachstum. Und hier haben wir ein gedrungenes, mega kompaktes und langsames, nach außen strebendes Wachstum. Das sieht so genial aus, wenn man jetzt hier noch einen richtig geilen Topf hätte. Das wäre echt mega cool. So, hier haben wir zwei Varianten. Einen hohen Topf hier, dementsprechend, und einen flachen Topf. Hier sind 2500 Milliliter, also 2,5 Liter Wasser gehen hier rein. Hier geht nur 1 Liter Wasser rein. So, hier habe ich bisher nichts gemacht, seitdem wir das damals gestartet haben. Hier steht 18.06. Ja, 2 Liter Osmosewasser sind hier reingekommen, sehe ich gerade. Das Ganze natürlich aufgedüngt. Jetzt schauen wir uns mal die Wurzeln an. So. Ja, es stellt sich die Frage, flache Schale, geht das nicht? Ich würde sagen, es geht wunderbar. Ja, nachmessen brauchen wir hier eigentlich gar nichts. Ich habe seitdem, wie gesagt, nichts gemacht hier dran. Weder Wasser aufgefüllt noch sonst irgendwas. Hier steht, ich bin jetzt eigentlich nur drin, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, knapp die Hälfte. Knapp die Hälfte ist noch drin. Gerät sollte man vielleicht mal einschalten. Ja, wir haben hier tatsächlich noch 1240 Mikrosiemens. Also da hat sich nichts geändert. Man sieht also nicht, weil die Pflanze verbraucht das Wasser mit den Nährstoffen. Und dementsprechend bleiben die Mikrosiemens-Werte also auch gleich. Ne? Also die verändert sich nicht. Es sei denn, das Wasser würde jetzt extremst verdunsten, dann würden die Mikrosiemens-Werte ansteigen. Ja, es ist eine coole Kiste. Funktioniert herzlich gut. Das ist so genial. Was ich mal anschaue, oh Mann, ey. Das sieht so geil aus. Alter Falter, meine Güte. Und damals dachte ich erst, es war ja das kleinere Pflänzchen gewesen. Ich wollte erst die größere, habe dann überlegt, nee, die kleinere wird wahrscheinlich optisch hier besser reinpassen. Um mal zu gucken, wie sie sich entwickelt. Ja, ist eine coole Sache. 1200 Mikrosiemens hatten wir etwa damals. 2 Liter Osmosewasser am 18.06. Das entspricht 1,2 Milliliter Grow, 2,4 Milliliter Mikro und 3,8 Milliliter Bloom. Ja, ich würde sagen, coole Kiste, hat geil geklappt, steht auch in der Zusatzbeleuchtung, hat mega kräftiges Grün, genauso wie die auch. Ja, Blüten, wir warten auf Blüten. Hier drin tun sie sich tatsächlich noch ein bisschen schwierig, aber draußen, wie gesagt, hat es schon funktioniert, allerdings fallen die Blüten immer wieder ab bisher. Nun ja, bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte, die Mutant-Chili hier ist eine coole Sache. Ganz herzlichen Dank dafür, dass ich das angehen durfte damals, da bin ich also jetzt auch mega stolz drauf. Das ist ja so genial. Also man sieht schon, auch aus den Samen entstehen komplett unterschiedliche Pflanzen. Und das Schöne ist ja, wir wissen, nicht wahr, wer die Serie kennt, kann Chilis durch Stecklinge vermehren, sie im Wasser bewurzeln lassen, im Wasser auch weiter kultivieren, als Hydroponik, Hydrokultur, oder auch in die Erde dann pflanzen, wenn sie Wurzeln gebildet haben. Das heißt, wir können diese Pflanze immer weiter vermehren, weiter vermehren, weiter vermehren. Ja, so kann es dann gehen, wenn man mal was Cooles herangezogen hat, das dementsprechend dann weiter zu vermehren. Denn wenn sie mal irgendwann blüht und Früchte ausbildet und dementsprechend Samen, ja, wie die Samen sich dann entwickeln, das steht natürlich noch in den Sternen geschrieben. Das wissen wir nicht, das weiß vielleicht die Pflanze, aber die kann es ja leider nicht sagen. Von daher bleibt auch das sicherlich spannend dann später mal, sie weiter zu vermehren, wenn uns das gelingt. Durch Samen, aber auf jeden Fall durch Stecklinge. Das werden wir auch in Kürze mal machen. Für den Fall, dass mir hier mal irgendwas passiert, dass ich dann wenigstens mal eine Ersatzpflanze habe. Ich gucke gerade schon mal, welchen Teil ich abschneiden könnte. Ja, ich würde sagen, eigentlich können wir 1, 2, 3 Stecklinge abnehmen. Dann haben wir ein kompaktes Mittelteil noch, was dann weiter sich entwickeln kann. Andersrum ist natürlich auch schade jetzt gerade, weil man ja wissen möchte, wie entwickelt sich der Habitus der Pflanze, nicht wahr? Wenn wir da jetzt eingreifen, ja, dann ändert sich der Habitus dementsprechend, von daher wäre das vielleicht auch nicht so gut. Ja, aber andersrum, ich möchte sie gerne noch weiter vermehren, weil sie so genial geil aussieht.
Was denkt ihr? Soll ich hier einen Steckling von abschneiden mal und in Kauf nehmen, dass der Habitus sich etwas verändert, oder einfach das Ding weiter wachsen lassen, um zu beobachten, wie das Ganze sich entwickelt? Allerdings müssen wir auch hier mal gucken, dass wir das Ganze befestigen. Allerdings wird das von der Art und Weise, wie wir es jetzt vorhin gemacht haben, nicht so einfach werden. Mal gucken. Irgendwas muss ich mir auf jeden Fall einfallen lassen. Aber es ist geil. Es ist einfach nur geil, diese Hydroponik. Es ist einfach. Wenn man aufpasst, dass nicht zu wenig Wasser drin ist, denn dann kippt das Wasser um, wird schlecht und dementsprechend faulen die Wurzeln und dann geht die Pflanze hops. Das habe ich jetzt schon zweimal erlebt. Einmal ist sie hops gegangen und einmal haben wir sie gerettet gestern Abend. Ja, meine Güte, es ist geil, was alles möglich ist. Ich sag's euch, das ist so cool. Ja, so kleine Knubbel kann man schon erkennen. Na, warten wir mal weiter ab. Auf jeden Fall stehen sie, wie gesagt, unter Zusatzbeleuchtung. Jetzt habe ich so viel geschnackt hier. Das ist, ja, es ist einfach, wenn man mal etwas sieht nach längerer Zeit wieder, es ist so, als wenn du, ja, deine Kinder mal für 3 Wochen weg sind und dann kommen sie wieder und dann, ja, ist die Freude riesengroß und es macht so viel Freude zu sehen, wie sie sich entwickelt haben, wie sie gewachsen sind, was sie dazugelernt haben. Ja, das ist so schön anzusehen. Nicht nur bei Kindern, auch bei Pflanzen. Und das, was wollte ich jetzt sagen, das Coolste an der ganzen Geschichte ist, jetzt habe ich es wieder. Wir haben ganz schlechte Erfahrungen gemacht, mega schlechte Erfahrungen, und sind Pflanzen kaputt gegangen, und das ist eine traurige Geschichte, ganz ehrlich, aber diese Geschichte, diese traurige Geschichte hat uns einiges gelehrt, nämlich, dass wir in der Hydroponik darauf achten müssen, dass die Pflanze nicht zu wenig Wasser hat, denn ansonsten kippt das Wasser um, fault und dementsprechend gehen die Wurzeln kaputt und dementsprechend geht die Pflanze kaputt. Wenn man Glück hat, man sieht es noch gerade eben, wenn es passiert, so wie gestern Abend, wie ich es gesehen habe, dann kann man sie tatsächlich noch retten, die faulen Wurzeln abschneiden, das Ganze wieder mit Wasser befüllen, gedüngt, aufgedüngt dementsprechend, und dann kann die Pflanze weiter wachsen. Aber wenn es zu spät ist, ist es nun mal zu spät, aber das nehmen wir jetzt gemeinsam einfach mal so mit. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Römisch, viel Spaß mit Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Und Hydroponik, es ist eine mega coole Geschichte. So, nicht vergessen, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald. Ja, draußen Film, drinnen Film und dieses und jenes und alles und tralala. Ich versuche das abwechslungsreich zu machen. Es gibt so, ja, Phasen, da ist ganz viel, so wie draußen jetzt, da hat man ganz viel zu tun. Ist auch jetzt noch viel zu tun. Auch ein Hochbeet muss ich nochmal vorbereiten, damit wir noch ein paar Sachen aussehen können. Denn auch Möhren, es gibt noch Möhren, die man aussehen kann, die möchte ich gerne nochmal aussehen. Salat möchte ich mal gerne aussehen für die Meris und einiges anderes. So, ja, was soll's, nicht wahr? Wir filmen mal dies, mal das, hier und da und dort, damit man alles so mitnehmen kann. Und eigentlich ist egal, ob ich jetzt draußen oder drinnen filme, eigentlich thematisch gesehen ist es, in jedem Bereich kann man etwas abwandeln, mitnehmen und dergleichen. Auch wenn bei solchen Konstruktionsweisen wie hier diesem Drahtgestell hier zum Beispiel, auch das kann man sicherlich für draußen mitnehmen, nicht nur für drinnen. So, es macht mega Spaß.